Radio SAW. Angie fast allein zu Hause. Jetzt erst recht. Ja, im Frühstück schaffe ich locker. Bin ja in Rente. Aber irgendwie habe ich heute trotzdem einen ganzen Berg voller Arbeit auf dem Schreibtisch. Am besten, ich leg mal einen Teil davon auf deinen rüber, was? Nein! Aber von dem Wäscheberg gehört ein Großteil dir. Weißt du eigentlich, was dein Wäscheberg und Enkelkinder gemeinsam haben? Nee. Wir werden viel zu schnell groß. Oh, übrigens, hast du gelesen? Heute vor 235 Jahren wurde der Mont Blanc als höchster Berg Europas bestimmt. Ja klar, damals kannten die ja deinen Wäscheberg noch nicht, nicht? Oh, ja, ich komm ja. Du, ich versuch's jetzt auch nicht, mein Joachim. Enten füttern im Park. Auch wenn du Lust hast, kannst du mal ein paar Wassermelonen besorgen. Ist super bei der Hitze. So 5 bis 6. Wann kommst du denn heute wieder? Hab ich doch gesagt, so 5 bis 6. Sorry. Moin Robert. Guten Morgen, Frau Ex-Bundeskanzlerin. Na, unter deinem schicken Anzug wenigstens eine Badehose an? Soll ja heute wieder bumswarm werden. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch was drunter trage. Aber egal, so bin ich nach der Arbeit wenigstens schneller im Wasser. Im Wasser, Robert? Ich denke, wir sollen alle sparen. Auch das Wasser für Swimmingpools. Das Mittelmeer ist schon fast 30 Grad, heißt du. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob ich bei so viel Sonne auch mal was Verfassungswidriges ins Netz stellen soll. Verfassungswidrig? Wieso das denn? Naja, dann schickt der BND ja ein paar Beamte, die mich schön beschatten. Robert! Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.